Komische Nachrichten, die da herüberschwappen aus Spanien. Und zwar soll Messi laut Angaben des Storballon die Barca-Bosse gebeten haben, einen BVB-Spieler zu verpflichten. Aber um wen geht es denn da eigentlich? Es geht um, nein, nicht um Haaland, auch nicht um Sancho, sondern um einen Landsmann von Cristiano Ronaldo, paradoxerweise, Rafael Guerrero. Ja, Guerrero spielt eine überragende Saison. Gerade nach dem Restart ist er on fire, hat schon 3 Tore geschossen. 2 gegen Schalke und 1, meine ich, gegen Paderborn. Also der Mann trifft und trifft und trifft. Gefühlt auch jedes Spiel, was ich gucke vom BVB, wo ich mal zugucke, macht der Typ ein Tor. Also Superman, der Linksfuß. Und Messi scheint sich wohl zu denken, ja, den könnten wir gebrauchen bei Barca. Man will ja generell Barcelona wieder upgraden. Messi hat sich auch entschieden, er will da bleiben, habe ich ja morgen schon drüber berichtet. Deswegen ist Messi natürlich auch daran interessiert, dass die Mannschaft sich verbessert. Aber ich frage mich, wo soll denn bitte Rafael Guerrero spielen? Das wird natürlich dann auch spannend. Der Linksfuß ist, wie gesagt, richtig gut, aber auf der linken Seite, an wem soll er vorbei? An Jordi Alba? An Griezmann, wenn der aufgestellt wird? Oder gar an Neymar, wenn er kommen sollte? Ja, weiß ich nicht, wo er das spielen soll. Als Backup vielleicht. Ich meine, ich feiere ihn richtig, finde ihn richtig stark, aber ich sehe jetzt nicht, dass Barca irgendwie ihn da spielen lassen würde. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, er hat viel Potenzial, ist auch erst 26, also noch viele Jahre vor sich. Aber ob das so viel Sinn machen würde, auch an seiner Stelle zu Barca zu wechseln und dann eventuell auf der Bank zu sitzen, weiß ich nicht. Ich finde, bei Dortmund macht er einen überragenden Job, passt auch richtig gut in die Mannschaft, spielt sich da immer mehr fest. Warum da jetzt wechseln, wenn man da vielleicht nur die zweite Geige spielt? Muss man wissen. Ich würde es nicht tun. Ich bin ein Freund davon, wenn ein Spieler lieber bei einem Verein bleibt, der vielleicht nicht der FC Barcelona ist oder Real Madrid ist, aber eben trotzdem, wo er da eben jemand ist und nicht einfach nur irgendein Spieler ist bei Barca oder bei Real. Luka Jovic zum Beispiel bei Real Madrid. Läuft nicht so gut bei ihm, weil Eintracht Frankfurt war der King. Klar, kann man es jetzt auch nicht vergleichen, jede Situation, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mal gucken, ob die Bosse von Barca da auf Messi hören werden, aber sollen ja so viele krasse Spieler kommen, von einem Pjanic zum Beispiel, Neymar wird immer wieder gerüchtet, Lautaro Martinez, und gucken, ob da auch noch Guerrero kommt oder wieder da reinpasst in die Planung. Wir sind gespannt, Freunde. Das war's von mir, wir sind später wieder und denkt dran, den Ball richtig flach.